schließe ich die Augen, räume tauchen. Auf mal penn ich ein, penn ich auf. Yo, mein Wort ist das Wasser, Blockblätter die Erde. Gedanken entfachen das Feuer, desto besser ich werde. Federweich, leicht wie Luft, gleich Papier. Jene Basis auf der ich Philosophie. Die Materie, das Alphabet, in dem das ewige Leben geschrieben steht. Ein Tagebuch, in welchem sich es nur um Liebe dreht. Liebe jederzeit, federleicht spürt die Feder das Blatt. Die Flamme wird entfacht und zur Macht über Nacht. So schreib ich rechts und links, rag mein Herz am rechten Fleck. Es geht mal drüber, mal drunter, doch ich schau drüber hinweg. Denn gestern wie heute lästern die Leute über Fremde und Freunde. Doch niemand weiß wirklich, was Familie bedeutet. Eine Linie bin ich heute, morgen aufgewühlt, bekam endlich meinen Respekt. Nur dafür hab ich mich bemüht. Ich bin nicht mehr im Kindergarten, bin nicht mehr der kleine Zwerg. Ich träum von einer Traumfrau im Hausbau in Heidelberg. Möglichst weit weg von Hightech, from my society. Ich habe Zweifel, ob ich es auf die Reihe krieg. Ich bin noch freier als MC. Doch niemand macht mir meine Wünsche streitig, denn es ist und bleibt meine Fantasie. Und ich genieße es, denn ich liebe es. Tag für Tag Gedichte zu schreiben, Geschichte zu schreiben. Meine Worte gedeihen, verkeilen sich in der Zeit und werden für alle Zeiten zu Tagebuch sein. Ich will nur schreiben über Schicksal, Menschen, Gott und die Welt. Stimmt's, das Leben ist ein Ring und jeder boxt für sich selbst. Und das ist auch der Grund, warum du die Fresse voll nimmst und einen Schwanz einziehst, als ob du ins kalte Wasser springst. Dein Körper ist von Namen gezeichnet wie Batman und sie bezeichnen dich wie dein Ausweis mit 16. Ja, ich wünsch mir oft aus meiner Kleinstadt rauszukommen, doch wüsste ich nicht, wie ich dann leben würde. Und auch wovon in meinem Kopf dreht sich Überlegungen über den Sinn des Lebens, suche Antworten meistens für jeden, die Logik im Leben. Kleiner Mann, kleine Robot. Und deshalb schreibe ich sorglos Sätze weiter bis zum nächsten Morgen in mein Tagebuch. Meine Interpretation des Seins, was ich bin und wer ich bin. Und wo führen meine Wege hin? Ich bin ein Findelkind, das eine Antwort auf eine Frage sucht. Bin ich weit weg oder nah genug? Die steht in mein Tagebuch. Eine Stunde schreibe ich ein Wort, läuft der Minutenzeiger seine Runde. Tick, tack, die Uhr, die mich am Genick packt. Zeit vergeht, das Alter kommt, Jahre vergehen, bis ich's geblickt hab. Was fängst du an mit deinem Leben, kleiner Mann? Hauptsache ist, dass ich rein kann, ganz egal, ob im Kleiderschrank oder Studio rappen werde. Ich ohnehin, egal, ob arm oder reich, weil ich nicht fokussiert auf Kohle bin. Und erzähl meine Geschichten mit all meinen Facetten von A bis Z. Kindermärchen wie auf Hörspielkassetten in Texten. Bleibt für mich ein Hobby. Ob mit Pilz an der Bar oder Rotwein an der Lobby, es ist doch scheißegal, was man macht. Hauptsache, man steht dahinter, doch viele gehen mir auf den Sack, statt ohne die Haut, als wären sie je behindert. Es wird relaxed wie beim Padding, wenn ich text mit meinem Adding. So vertreib ich meine Zeit, denn ich bin nur ein Lemming und bleibe ein Grashalm auf einer Weide, irgendwann weggemäht vom Sensenmann. Doch bis dato observiere ich aus der Vogelperspektive wie Dendemann. Ich bin ein eigener Staat, doch erkenne ich keine Grenzen an. Deutsche Dummheit hin und her, mein Horizont erweitert sich. Doch bringt's mir was in dieser Welt? Nee, leider nicht, obwohl ich öfter stritt und meine Ansichten vertrete, sehe ich eigentlich mein ewiges Schreien, den ersten Segen zu sein. Sorry deswegen. Klar, man muss Freundschaften pflegen, doch darf man ab und zu auch mal seine Stimme erheben. Jungs, arrogant zu sein ist aber gar nicht meine Art. Doch ich hätte gerne Komplimente von jedem, der unsere Scheibe mag. Trotzdem will ich nicht sagen, ich sei der Beste. Will nicht anfangen zu streiten, unsere Luft zu verpesten. Also lass es uns vergessen, das ganze hin und her. Doch versteht mich als Kleinster in der Gruppe. Es ist immer schwer, sich zu beweisen, eigen zu sein, nicht den anderen zu gleichen. Ich dank den Menschen, die für mich da sind und bleiben in Tagebuchzeit. Was ich eigentlich sagen sollte. Es tut mir leid, dass ich nie eure Regeln befolgte. Es tut mir leid, tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich's nicht früher erkannte. Es tut mir leid, dass ich andauernd in die falsche Richtung rannte. Es tut mir weh, weil ich euch so vieles verdanke. Das geht raus an alle Freunde, Verwandte, Fans, Kumpels, Bekannte. Gedanken, geben sie weiter mit der Stille. Da bricht die Waffe stets bei mir. Stift und verstehe.